Und heute die Mission, wir sehen uns. Mal sehen, was auf uns zukommt. Auf jeden Fall müssen wir Klotzbots updaten und ich hoffe, dass wir das in einer Mission schaffen. Los geht's. Und damit ganz herzlich willkommen zurück, meine lieben Mighty Mikes, zu einer neuen Folge Fortnite. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir ziehen natürlich gleich wieder erstmal die Grüße. Bin mal gespannt, wer heute dabei ist. Erstmal schön durchmischen, ne? Es lichten sich nicht langsam hier rein. So, was haben wir denn hier? Nummer 1 und Nummer 2. Bin schon mal gespannt, wer heute hier drauf steht. So, oh Gott, Klickzettel. Und zwar D. Reinko. Grüße an dich, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und wen haben wir denn noch? Da ist schon ein Pedo. The Real Sniper. Grüße an dich. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und auch an die anderen. Vielen lieben Dank wieder für die Unterstützung. Ich kann nicht mehr anderes sagen. Also Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt die Mission. Wir sehen uns. Schauen wir nochmal rein, was auf uns zukommt. Klotzbot ist nicht allein. Klotzbot sieht was, das du nicht siehst. Es tut mir leid. Klotzbot kann nicht anders als zu sehen. Klotzbot ist nicht, was Klotzbot scheint. Oh, Scheiße. Klotzbot hat so viel gesehen. Autsch! Wir können ihn nicht so zurücklassen. Und da wir ihn auch nicht ausschalten können, müssen wir ihn reparieren. Bereithalten für ein Software-Update von Klotzbot! Alles klar, Ray, das machen wir. Ja, ich glaube, der Klotzbot ist das nervigste Charakterelement in diesem Spiel. Aber so ist das halt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir die Mission, ne? Auf jetzt spielen, ja, so hier. Ach nee, es fehlt ja noch was. Ja, noch einen Helden wählen. Ach, welchen nehmen wir denn heute? Ach, nehmen wir mal den Sledgehammer. Ach, das hört sich so scheiße an, Sledgehammer. Ich weiß, es gibt eine Übersetzung dafür, aber ich nehme mal den heute. Wie nehmen wir den denn, Etze? Ach, ich weiß. Da wird sich jemand freuen. Mein alter Mann. Der Scharrock. So, ab sofort heißt Sledgehammer Scharrock. So, er hat nämlich die gleiche Sets wie übrigens der Skulltruber, von daher. So, das haben wir mir dazu gescheut. Wen haben wir heute dabei in der Aufnahme? Heute haben wir dabei den FTW No Scope. Den Leon 290805 und ja, einen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Alles klar. Gut, ich würde sagen, dann starten wir jetzt in die Mission. Lass das. Los geht's. So, los geht's, würde ich sagen. Und was haben wir denn gleich hier am Spawn? Na schön, eine Sturmtruhe. Ist das geil? Nur da würde ich sagen, da aktivieren wir das Ding gleich mal. Wollen wir noch warten, bis die anderen da sind? Natürlich warten wir. Ganz einfach. Wir haben zwar 18 Minuten Zeit bis zur Evakuierung, aber was soll's. Yeah. Auch übrigens, liebe Black Moon Sissy, guck mal an, was für ein Charakter hier ist. Geil, oder? Ja, den level ich auch noch für dich auf. Im Moment fehlen mir die Reinregentropfen. Gut, jetzt geht's los. Hauen wir noch ein paar Brönchen raus. Widerlinge! Ziel erledigt! Ach, ich liebe es. Ab geht er! Scharrock! Warte, alter Mann hat nur Action. Noch Action in den Knochen. Egal. Ich meine, Scharrock macht das schon. Munition! Ich fasse den absolut scheiße. Das hat gehammert. Aber schau, kann man sich einfach merken, ne? Ich glaube, er wird sich auch freuen, dass er mitspielen darf. Was ist mit dir in Ordnung? Ach, das ist hier so ein Supermonster. Das sind die Revolverhelden. Ach du Scheiße. Haust du ab? Hä? Wo? Wie? Was? Wo ist denn jetzt hin? Nein. Das ist ja. Egal. So, und jetzt. Hörst du mich mal eine auf anzuschießen, du spinnst du. Gut, und jetzt müssen wir natürlich die Bots suchen. Ach, da unten ist schon der erste. Ah. Wieder ein Haufen Nervhüllen dabei. Ach hier, drei Stück gleich. Hau ab! Hoch. Tschüss, Wiedersehen. Hau ab! Ich vermute mal, dass wir nur drei auf der Mission finden werden, so wie in den anderen Missionen auch schon. Und müssen dann noch eine zweite Mission hinterher setzen. Aber das ist nicht das Problem, da kombinieren wir halt mal die Mission. Das heißt, sie geht in 25 Minuten die Mission. Oder die Folge. Aber ich denke, das freut euch bestimmt. So. Lass los. Gut, aktivieren wir mal die guten Kumpel hier. Wir sammeln Software, um dir zu helfen, okay? Wie wäre es, wenn wir dir kurz eine Tüte über den Kopf ziehen? Geht das? Klotzbot sieht die Innenseite der Tüte. Es gibt so viel Tüte zu sehen. War ein Versuch wert. Der sieht auch cool aus. Ja, geile Sache, ne? Ja, ich hoffe, die anderen bauen die Mission auf, weil sonst wird's brühe.
Weil wir müssen nämlich Radartürme bauen. Ne? Bauen. So, da haben wir schon den zweiten. Kommandant, Glotzbot für das Update platzieren. Ich sehe Feuer und Chaos. Hat wohl nicht ganz funktioniert. Versuchen wir es nochmal. Das Vieh ist so geil. Ein Turm ist fertig. Ja, ein Turm ist fertig, das ist sehr schön. Der Klotz wird richtig, richtig geil. Gut, suchen wir den nächsten. So, und dann haben wir den hier, den dritten im Bund. Mal schauen, was der uns sagt. Glotzbot für ein Update platzieren. Ich sehe eine Basis unter dem Sand. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich sehe große Gefahr. Wir alle sehen große Gefahr. Versuchen wir es nochmal. Scheiße. Naja, auf jeden Fall sieht er nice aus, ne? Ich hasse sie. Friss mein Schnitzel! Geht weg! Ich will beim Klotzbot alleine sein. Ich will mit ihm schmusen. Ich bin metallisch, aber ist egal. So, hau ab! Mann, haben wir ein Glück. Da ist noch einer. Vierter sogar. Geile Sache! Bin mal gespannt, ob wir noch mehr finden. So, der vierte Bunte. Okay, Glotzbot. Wir haben jeden Scan durchgeführt, den es gibt. Und was auch immer mit deinem Betriebssystem los ist, kann nicht repariert werden. Du bist unrettbar kaputt. Unrettbar kaputt? Ich verstehe. Tut mir leid, Kumpel. Ah, hier ist noch eins. Gut, dann haben wir doch alle eine Mission gefunden. Ist das nicht schön? Wir haben noch 8 Minuten Zeit, dann können wir auf jeden Fall noch. Aua, aua. Na, habt ihr eine Meise? Ich bin doch hier ganz alleine. Ihr müsst eine Meise haben. Es geht den Bach runter. Junge. Ich würde mich wieder ins übelste Abenteuer hier mit dem Schauk. Aber der alte Mann ist viel zu langsam. Ich glaube, der hasst mich, wenn er die Folge gesehen hat. So, Hammer. Und dann haben wir die letzten sogar. Geil, brauchen wir doch noch eine Mission machen. Ja, ein neues Update. Ich sehe eine Reise von 5000 Meilen. Was? Ich sehe, was das hier ist. Es heißt nicht für immer leb wohl. Es heißt leb wohl für 5000 Meilen. Ich verstehe. Bis du wieder zurück bist, haben wir vielleicht ein Heilmittel. Wer weiß, vielleicht wird es ja lustig. Wir werden schon sehen. Ja, das denke ich auch. So, jetzt gehen wir noch Törtchen abfarmen, ne? Oh, hier, die Station. Alter, das sieht so geil aus. Ah, das ist die erste Torte. Wahrscheinlich finden wir noch mehr Torten. Wir bräuchten mal wieder welche. Ne? Wir haben lange keine gesammelt. Ah, warte mal. Ach, siehst du, wir sind wieder mal am Anfang. Stimmt, in der letzten Mission haben wir ja die Folge gemacht. Richtig? Richtig. So, dann haben wir hier die zweite. Auf Glück haben wir nur noch eine dritte. Oh, wir haben wieder was entdeckt. Ab. So, haben wir noch eine dritte Torte? Gucken wir mal auf der Map. Schlecht aus im Spechthaus. Ups. Mal gucken, ob wir da unten was finden. Mal schauen. Noch der Big Shot hier. Also ich finde, das haben sich echt viel Mühe gegeben hier bei den Karten. Oh, was haben wir hier? Ein Geschenk. Geschenk. Nur für mich? Oh Gott, einmal Steine. Alles klar. Naja, was will man mehr? Sieht aus wie ein texanisches Restaurant. Hey! Und wieder was gefunden. Oh Gott. Da war wieder jemand aufgeweckt. Haben wir noch eine Torte? Oder waren das bis zwei diesmal? Oh, da unten könnte eine Kiste sein. Nee, leider nur eine Fackel. Verdammt! Ah, ein Lager. Nur für uns. Nee, doch nicht. Da unterstützt jemand. Der Leon unterstützt uns. Unmöglich. Na, meine Freunde. Pass mit dir an. Schau mit dem Windlicht. Wechsel schnell den Lauf weg. Und die Feuerrad ist echt cool, ne? Also, wie gesagt, er hat dieselben Stats wie der Skill Trooper. Also, der macht schon Spaß. Aber auf jeden Fall sieht er ein bisschen stylischer aus. Und ein bisschen. Ja, zeitgemäßer, würde ich mal sagen. Ne? Weil Halloween ist ja vorbei. Kommt bald wieder, aber im Moment ist es ja vorbei. So. Wunderschön. Was haben wir denn hier? Rooms. Open. Um nachts? Okay.
Und das ist ja gut komisch, also dass die offen haben nachts. Aber wo sind die Angestellten? Nee, Spaß. Ja, die sind ja alle tot oder verschollen. So, noch 4 Minuten 24. Aber ich find's cool, da brauchen wir bloß eine Mission machen. Ich hätte ja gedacht, dass wir ja 2 oder 3 Missionen machen müssen. Aber ja, das heißt, wir starten dann die nächste Mission schon wieder die neue Aufgabe, ne? Derzeit looten wir noch hier ein bisschen, ne? Die Dinger hier mitnehmen auf jeden Fall. Gibt's schöne Schrauben und Metall raus. Definitiv. So. Was haben wir hier unten? Ach, hier haben wir noch einen Glotzbot. So. Ja, der sieht schon scheiße aus. Kann man nicht anders sagen, ne? Aber ja, so ist es halt. Hier sind Dinosaurier verendet. Weil ich glaube kaum, dass es ein Rind war. Ist schon klasse hier. Also ich finde die Map cool. Ja, das hat man schon in der letzten Folge irgendwann mal. Irgendwo runterklatschen, die aufpassen. Mann. Und jetzt geht die Sonne auf. Ach, ist das herrlich. Warte. Dahin geht sie auf. Oh, ist das schön. Das ist richtig malerisch. Richtig geil. Oh, herrlich. Wie die Sonne da über diesen Grand Canyon über aufgeht. Das ist Grand Canyon. Ja. Ich weiß ja nicht, in welcher Zone das hier ist. Wir sind zwar brutal, aber wie die Zone dann genauer heißt. Das heißt Wüste, ja, aber der Grand Canyon ist ja auch in der Wüste, oder? Ist das falsch? Ist auch egal. So, noch 40 Sekunden, dann ist die Runde auch schon wieder vorbei. Ja, da haben wir es wieder geschafft, ne, die Mission. Die war ja relativ easy. Wir mussten einfach nur ein paar Klotzbots aufbauen und haben wieder eine tolle Story gehört. Ja, und die anderen drei waren richtig fleißig. Die haben ganz, ganz viele Türme aufgebaut. Finde ich klasse. Ey, halt die Klappe, unterbrich mich jedes Mal, wenn ich rede. Spitzbo. So, ja. Oh, das sieht auch schön aus. Oh. Und ist der andere Klotzbot, der da... Die guckt so blöde rum, das sieht so scheiße aus. Ach, herrlich. Ach, ich freue mich über dieses Event und über die Story ganz besonders. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Also ich finde es richtig klasse. Ja. Ach, die versuchen jetzt noch den Turm in den letzten 5 Sekunden aufzubauen. Ach, sind die fleißig. Fleißige Bienchen. Ja, ja. Ja. Und haben auch wohl zweimal schließe die Mutanten schon abgeschlossen. Ist das nicht schön? Wunderschön. Klasse Sache. Gute Arbeit. Also die, ich habe ja nicht so viel gemacht. Na, der Leon hat am meisten gemacht mit 1373 Punkten. Wunderschön. Oh, hier, guck mal, Elektronix. Oder so ähnlich. Also der Name ist auch komisch. Die müssen wir ans TS kommen, muss ich mal sagen, wie der richtig ausgesprochen wird. Das ist ja nicht schlimm. Übrigens, immer noch das TS möglich, ne? Ihr könnt da jederzeit drauf, ne? Ich bin auch regelmäßig da drauf. Nur, dass ihr es nochmal wisst. So. Wahrscheinlich kriegt man nicht ein allzu hohes Teil, weil... Oh, eine 4. Na gut, ab nach Hause, würde ich sagen. Gut, Beute Level 4 haben wir hier und ja, gleich haben wir die nächste Story. Mal gespannt. Oh, 92 Saisongold. Boah, endlich mal wieder reine Regentropfen. Ich bin ja beeindruckt. Tja, nun ist er weg. Und meinen Berechnungen zufolge wird er 9 Jahre unterwegs sein. Ah, 9 Jahre Ruhe. Ray, melde dich, Ray! Was willst du, Dennis? Oh je. Oh, tut mir leid. Verwählt. Warum habe ich Lok diese Sammlung von Posaunentönen gekauft? Ja, das ist nett. Ja, Lok, der Nervsack. So, wir sehen uns abgeschlossen. Dafür kriegt man ein paar seltene Kraftquellen. Damit könnt ihr gewöhnliche Sachen auf selten machen. Ja, sind wir schon lange drüber raus. So, und... Killerstürme haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Da kriegen wir wieder 100 Saisongold. Yeah. Was haben wir noch so schönes im Petto? Ja, ein paar Naturplus-Teile. Wenn so. Shit wirklich da draußen ist, bin ich sicher, dass er seine Werkzeuge hat und an irgendwas Großem arbeitet. Also, wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht einmal, welche Ausrüstung ein Paläobiologe verwendet. Woher wissen wir, ob er da ist? Ich wette, er versucht, die Gegend kennenzulernen. Okay. Halte Ausschau nach Vermessungsausrüstung. Da wird hoffentlich Shit dranhängen. Also, die nächste Mission ist, Vermessungsausrüstung zu suchen. Es wird immer schöner und besser. Ja, das sehen wir, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Shark, du bist mir nicht allzu böse, weil du ein alter Mann bist. Nicht Spaß, mein Scherz. Und ja, Black Moon Sissy, deinen Charakter habe ich nicht vergessen. Der kommt auf jeden Fall noch. Und ja, was nehmen wir denn von Spruch des Tages heute?
zitieren wir doch einfach mal den Spruch aus der Community. Gebt dem Mike ein Däumchen, denn es ist ein Träumchen. So, das sind die Kommentare, dann könnt ihr euch ein neues Herz verdienen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Mike der Vierte. Haut rein. Ciao, ciao.